Schnell die Krümel beseitigen. Kurz das Sofa absaugen. Zwischendurch im Auto klar Schiff machen. Akku-Staubsauger haben einiges drauf. Ohne lästiges Kabel sind sie schnell zur Hand. Im Alltag ein großer Vorteil. Doch die Geräte sind teuer. Die Laufzeit der Akkus ist begrenzt. Stiftung Warentest hat jetzt geprüft, ob die schlanken Akkusauger mit den herkömmlichen kabelgebundenen Geräten mithalten können. Die Testergebnisse sind durchwachsen. Nach wie vor saugen viele Akkugeräte doch relativ schlecht und viele sind auch recht laut. Und manche blasen gleich auch wieder einen Teil des eingesaugten Feinstaubs wieder heraus. Im Test 14 kabellose Handstaubsauger zu Preisen von 192 bis 850 Euro. Der Dyson SV17 für 600 Euro gehört zu den teuersten. Er hat einen wechselbaren Akku und lässt sich flott zum Kleinsauger umbauen. Ist der teure Dyson besser als der Fakir für 271 Euro oder der Rowenta für 202 Euro? Der Hoover für 192 Euro ist der billigste. Er ist leicht und sehr flexibel. Kann der Hoover mit dem 600 Euro Sauger von Bosch mithalten? Zum Vergleich saugt sich ein guter Sauger mit Kabel durch das Testprogramm. Den Miele Complete gibt es für 242 Euro. Erste Prüfung. Wie gut können die Sauger groben Schmutz von einem harten Boden entfernen? Die Geräte werden im Prüfstand automatisch geführt. Linsen und Reis stellen den Schmutz dar. Die Sauger müssen alles beim ersten Mal beseitigen. Die meisten kriegen das hin, aber nur im Vorwärtsgang. Saugt man rückwärts, wird alles zusammengeschoben. Die Körner bleiben hinter der Bürste liegen. Tendenziell ist es so, dass Akkusauger den groben Schmutz vorwärts besser aufnehmen können als rückwärts. Das liegt unter anderem daran, dass sie auf der Rückseite der Düse so eine Art Lippe oft haben. Und die schiebt dann den Dreck zurück und dann kann der Sauger das nicht mehr aufsaugen. Da hilft es, die Düse kurz anzuheben und erneut vorwärts über den Schmutz zu fahren. Zweite Prüfung. Kriegen die Sauger Fussel vom Teppich? Für Akkusauger eigentlich ein Heimspiel, denn sie haben elektrische Bürsten. Der Tester stoppt die Arbeitszeit. Mit dem Dyson ist er nach 29 Sekunden fertig. Beim Rowenta dauert es 70 Sekunden. Mit dem Fakir kriegt der Tester die Fussel nicht weg. Nach 3 Minuten gibt er auf. Ja, das ist ein Gerät mit durchweg ausreichend und mangelhaften Saugleistungen. Der Kabelsauger von Miele arbeitet ohne Elektrobürste. Trotzdem beseitigt er Fussel und Schmutz souverän. Sein Pluspunkt: einmal aufgesaugter Schmutz kommt nicht mehr aus dem Staubbeutel heraus. Die Staubbox des kleinen Hoover ist dagegen nicht so dicht. Er pustet ständig Feinstaub in die Luft, den der Nutzer dann einatmet. Größtes Manko der kabellosen: die begrenzte Laufzeit der Akkus. Bei voller Leistung halten sie nur zwischen 8 und 29 Minuten. Im Labor wird geprüft, wie schnell die Akkus beim täglichen Gebrauch nachlassen. Wir simulieren für jedes Gerät 70 Stunden Betriebszeit, also reine Laufzeit. Das würde etwa, wenn man eine Stunde die Woche saugt, etwa einer Lebensdauer von 1,5 Jahren entsprechen. Enttäuschend: der Akku des Dyson. Er verliert nach 70 Stunden bereits 20% seiner Ausdauer. Die meisten anderen Akkus lassen weniger nach. Größte Pluspunkte der Akkusauger: Vielseitigkeit und einfache Handhabung. Treppensaugen geht ohne Kabel einfach besser. Sofas und Polster entfusseln übrigens auch. Am Ende der vielen Prüfungen landen die preiswerten Sauger von Hoover und Rowenta auf den letzten Plätzen. Das sind zwei Geräte mit insgesamt enttäuschender Saugleistung. Kaum besser der Fakir. Testurteil mangelhaft für Hoover und Rowenta. Und gerade mal ausreichend für den Fakir. Empfehlenswert die teuren Geräte von Bosch und von Dyson. Die Akkusauger von Bosch und Dyson schneiden am besten ab und der Dyson, der saugt sogar sehr gut. Gesamturteil gut für Bosch und Dyson.
Fazit: Brauchbare Akkusauger sind teuer. Ärgerlich, wenn bei solchen Geräten bald wieder Kosten für einen neuen Akku entstehen.